Vietnam. Ich hasse Baku, Singapur und Monaco, aber Vietnam war ich sehr gerne. Monaco war halt auch wieder jetzt, dieses Rennen war auch wieder so ein bisschen. Da haben sich auch einige wenige Leute mit nicht mit rumbekleckert, muss ich sagen. Nicht alle, aber einige wenige tatsächlich, die es echt nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und das war eigentlich so ein bisschen. Aber sie wollten es ja unbedingt bei Nacht fahren. Ich dachte mir, ja. Hab da gemerkt, wie es gelaufen ist. Naja, mal gucken, wie es jetzt am Donnerstag wird, wie das Niveau der Liga ist. Ich kann es sagen, ich kenne zwei Leute, die sind jetzt mal in der Sonntagsliga, die fahren heute mit noch. Mich ärgert es ein bisschen, weil ich wollte einmal in Liga rein Monaco bei Nacht fahren und dann bin ich nicht dabei. Tja, du hast nichts verpasst, glaub mal. Das wäre genauso Frust gewesen wie bei mir auch. So, warte mal, warum ich jetzt mal auch? Ich bin Monaco nie gefrustet, weil ich mich immer darauf einstelle, dass es Monaco ist. Da kann alles passieren. Ja, es war einfach. So, jetzt gut, haben wir kurz gleich Ruhe, weil ich starte jetzt hier gleich das Video von Miss Baker und da. Jetzt auf mein Auto kann man nicht vorbeigebracht werden? Meistens ist da am Anfang noch so ein Einführungsvideo in diese. Ja, am Anfang wird immer was eingeführt. So, quasi. Ah, nee, doch nicht. Erstmal hier muss ich euch einladen. Gut. Das ist gut. Ich brauche mein Auto überhaupt. Ich hätte mir gerne mein Kuruma wieder. Doch. So, ihr seid eingeladen. Ja. Wow, wir machen Party. Mach du heute Party? Komm sofort. Erscheinen reicht. Nee, komm. Folge mir hier. Nee. Das bestimmt nicht. Was? So. Facebook-Bots. Ich krieg die mal bei YouTube. Unten in die Kommentare. Ja, unten in die Kommentare sind immer welche Bots. Die dann dir kurz 0,50 und dann schicken sie dir irgendeine komische Links noch da rein. Also mittlerweile geht's eigentlich wieder, weil. Die reporte ich immer alle. Ich habe mittlerweile fast alles blockiert. Du musst ja direkt auf den Kanal gehen und dann kannst du den Kanal blockieren. Dann passiert da nichts mehr. Also ich krieg mittlerweile keine mehr, aber das war bei Grid war das extrem. Fast jedes Video. Ich glaube, bei einem Video war es letztes Mal 3 Kommentare hintereinander. So. Wenn ihr bereit seid, sagt ihr. Fertig. Let's go. Baby? Ja. Let's go. So, mal Katze rauslassen. So, jetzt hier das Video. Wo ist Check? Bei mir steht immer eine Sitzung, wird gestartet. Ah ja. Miss Baker is expecting you. Just go on in. Ah, good. Thank you for coming. I think I mentioned we have some ownership problems. Mr. Duggan. Exactly. The Duggan family. They want to buy this place, but first they need to destroy it, so they can rebrand it, write off all its debts, and get it cheap, then turn it into a tacky dump. I feel awful asking for your help, but I obviously cannot go to the police, and we are trying to avoid a trade war or an international dispute. The Chengs are considered respectable businessmen. They're not. The Chinese government cannot stand them. I know, but they pay me to say that. At the same time, Tao Cheng, our owner, who you met, has disappeared. Ugh. Now, normally when Mr. Chang disappears for 3 days, I think no big deal. Party, few crash car, and everything's fine when I write a few checks. But this time, you go out to score crystal, and you don't come back. He said something about a contact in the desert, a meth dealer he had met. Now we think he's been kidnapped by some bikers out near Sandy Shores. Really the last thing we need. Another scandal. Is there any way you can head out there and have a look for him? Wahrscheinlich muss ich jetzt hier warten, weil bei Kev das später gestartet ist, das WG. Es geht doch gerade weiter, also. Nee, Cheng, hieß der nicht aus der Story auch Cheng, der Chinese, den Trevor da? Das ist der, wenn du ins Penthouse kaufst, kommt der doch auch raus, dieses Dai, 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 dai,
Ja, dieser ständig voll gedröhnte Asiate da. Ja, ja. Der dann bei dem Eisdings landet, bei dem Quascheis landet. Mhm. Ja. Ja, ich weiß, was. So, jetzt okay. Steh ich vor dem Kram. Ja, alles gut. Oh, Katze. Ist dein Auto, Kev? Ja. Sieht gut aus. Karin Kuruma, der Karin ist das, der Sultan. Ja, der umgebaute, Der von, LG. Nee, ist kein LG, das ist der Sultan RS. Ja, das ist der bei Bennys umgebaute LG. Kann, weiß ich, nee, ich hab den, glaube ich, so gekriegt. Ich hab den Sultan nochmal hingebracht und hab den dann aufgebaut. Das ist auf jeden Fall irgendeine Benny aufgemotzte. Ja, ja. Das Problem ist einfach, der macht sich hier gerade so breit mit dem SUV, dass ich nicht vorbeikomme. Jetzt hab ich dich. Ja, siehst du, die drängen sich einfach durch. Die kennen es halt besser. Ja. Begib dich zu. Rennfahrer, ja. Ich weiß nicht, was wir für einen Beschuss kriegen. Deswegen habe ich lieber mein SUV genommen. Ich habe jetzt mal gedacht, ich wechsle ein bisschen. Und mit Autos. Ja, ja klar, wenn du genug Kohle hast, kauf dir auf jeden Fall den Kuruma. Ich will den Kuruma nicht. Alter, ist geil, der war. Eigentlich einer der zuverlässigsten Auto, was das betrifft. Ich hol mir einfach Panzer. Ich hab was Geiles im Panzer Auto. Panzer kannst du nicht kaufen, der ist auf Level 100. Glaub ich. Und? Ich glaube, auf 100 kannst du. Ich spiel jetzt einfach 5 Tage durch. Dann kannst du gerne machen. Oder Ivan? Nee, dann bin ich tot. Ivan ist immer so still. Sag doch was. Ja. Sie genießt es. Mit mir im Auto, ja. Ja, weil der. Ivan spricht halt nicht gerne mit vollem Mund. Ja, ist Handschaltung. Oh Gott. Ich dachte, du fährst Automatik. So, suche in dem verlassenen Motel. Also, auf jeden Fall sind hier ein paar Gegner. Was heißt ein paar? Es sind einige. Ich dachte, ich mache auch mal auf einen PCs. Warte. Aha. Steh doch nicht auf. Warte mal. Wo schießt du? Hä? Ja. Wo ist denn der da gewesen? Ich seh den nicht. Irgendwo hier links muss einer sein. Oder sein. Ja, der ist da oben. Irgendwo. Ist der oben? Ich denke, der LKW rechts müsste noch einer sein. Nee, der ist weg. Da kommt ein Auto. Okay, ja. Das war keiner. Was ist denn? Das ist die Granate, hat er nicht gekillt, obwohl der oben sein müsste. Der oben. Oh, hier hinten. Einer ist schon im Gebäude, zwei sind schon im Gebäude. Ja, warte, ich habe hier gerade Feinde ohne Ende. Hinten sind sie. Ich habe jetzt 3 wieder weggeholt. 4. Neben dir. Wo ist er? Danke. Mensch. Und wieder muss unten noch einer sein. Oh, hier ist überall Gras. Da hinten. Tot. Ja, gut. Ist noch einer gewesen? Oh. Hab ihn. Mr. Cheng. Begleite Tao Cheng zum Casino. Wir brauchen ein Auto hier vor der Tür irgendwie. Komm mit. Ich hol meins. Im Idealfall wäre der Kuruma, glaube ich. Wir kommen doch fein, ja, ne? Warte mal. Meins. Irgendwas ist gerade passiert. Tao Cheng wurde erledigt, warum auch immer. Hä? Ich hab nur was explodieren hören und ja, die Auto, da sind irgendwie 2 Autos hochgegangen oder so, das habe ich mitbekommen. Aber kann sein, dass im Rücken noch einer war. Ach, haben die den umgebracht oder was? Ich weiß es nicht tatsächlich. Keine Ahnung. Oh, Mann!
mal was Neues. Wir sind gestorben, aber die PS jetzt irgendwas. Und nochmal. Ach, alles gut. Passiert ja. Wo so, steht so. Mein Auto jetzt wieder, Alter? Einfach da drüben im Buxtehude. Ich hol mal mein Auto. Ich wollte zu Fuß erst gehen, aber es ist doch ein bisschen sehr weit. Ja, das ist ein ganzes Stück noch. Ich hole auch gerade mein Auto eben kurz. Außerdem brauchen wir das Auto dann zum Flüchten. Ja. Ja, wie gesagt, ein Viersitzer wäre gar nicht mal so schlecht, weil meiner sind wie nur ein Zweisitzer. Auf jeden Fall ist der in einem dieser oberen Durchgänge da. Der Brake testet mich. Das war einfach nur, ich wollte kurz überlegen, wo ich hier reinfahre und da. Ah, okay, ich verstehe. Du wolltest überlegen, wo du rein willst. Das ja, richtig. So, ich parke mal mein Auto schon mal hier vorne auf dem Hof. Ja, vielleicht in der Nähe von. Mit so Granaten. Ja, ein bisschen mit Granaten muss man immer aufpassen, weil wenn der Typ da irgendwo tot ist, vielleicht hat der irgendwie eine Granate mit da gekriegt oder so. Uiuiuiuiuiuiui. Vor allem mit Granaten sollte man ein bisschen aufpassen. Ja. Boom, 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 da boom, fliegen boom. Die Autos und deswegen bin ich auch gerade gestorben, weil genau neben mir ein Motorrad hochgegangen ist. Ist er da oben jetzt tot? Nö. Jetzt. Pass auf, Yvonne, da hinten sind auch noch welche rechts. Hinter dem LKW und dem genau da an der Ecke. Was ist denn? Ich frage jetzt, wo ich. Krieg ich den mit dem Schalter? Schaffschütze von hier? Ja. Komm raus. Komm raus. Leider nicht ganz. Schade. Jetzt hab ich dich. Mann, wie viel hält er denn aus? So, die Mission steht auch schwer, ne? So nebenbei. Ja. Er hat drei Kugeln überlebt in seinem Kopf. Ja, die Mission steht schwer. Die halten natürlich ein bisschen mehr aus, die Jungs. Aber ich bin die Schädeldecke. Du weißt schon, dass du noch GTA spielst und hier GTA-Logik herrscht. Ich herrsche hier. Ich bin die Physik. Headshot. Im Zweifel haust du die auf den Kopf, dann sterben sie quasi instant. Gesickte Bullpup. Ich nehme die Bullpup. Immer schön bei NPCs. Tot durch Schüsse in den Arsch. Oh Gott. Denn? Ich war schon mal auf der Straße, damit ich die Autos abballern kann. Weil irgendwo muss ein Gegner hier noch stehen. Ich habe nur keine Ahnung, wo der ungefähr steht. Hier bei mir. Ah, hier. Den Typen gefunden. Ach so. Ja. Ja, gut, so. Ich habe den Gegner. Der stand nämlich unter. Verkehrsmittel kommen auf uns zu. Der. Was so, habt ihr mir dann da jetzt an den Hals gedreht? Das bewegt dich eigentlich, Alter. Ach, scheiße. Ernsthaft? Kein Leben mehr. Nee. Dieses Bild einfach, wie ich meine Waffe gerade auf den Typen ziehe und er einfach auf mich zurennt. Das ist anscheinend doch wie ein heißt jetzt hier. Gefühlt? Naja, ist der nicht schon wieder gestorben, der Typ? Nein, nee, wir haben ein Leben verloren. Okay. Du hast also ein Leben und dann ist nicht mehr zuschauen, sondern ist Mission vorbei. Deine direkte Eliminierung. Ja gut, mein Tod war unnötig, weil er wieder irgendwann meinte, mit Granaten rumschießen zu müssen. Ich saß in dem Moment noch. Ich habe keine Granaten gerufen. Irgendwas, weil gesagt, das ist das Auto und dann kamen die ganzen Motorräder hinterher und ich stand genau neben dem Motorrad. Ich hab die nicht geworfen. Ist egal. Nicht geworfen. Ist auch scheißegal, alles gut. Falsches Auto. Wo ist meins? Hier. Zerstört? Hau du mal ab, du!
Blödföhn, so. Ist gegeben. Ich sehe schon wieder, komm, wir sitzen wieder ewig an dieser Mission. Alles ja, ist Quatsch. Gut. Ach, alles ist gut. Passiert. Erwartet doch keiner, dass wir da beim ersten Mal direkt durchwaschen. Oh, warum fahre ich wieder zu weit? Scheiß Navi. Nee, das mache ich nicht mit dem. Auf jeden Fall zu einer geht irgendwas hoch. Ja, diesmal war ich es. Das war aber der LKW hier unten, der hier stand. Daher alles ist gut. Ich will dieses Auto haben hier von denen. Headshot, gut. Sind hier oben auf dem Dach, kann das sein? Ich jag die anderen da einfach in die Luft, Alter. Wenn die mit den Autos kommen. Ich finde sie nicht. Irgendwo da drunter müsste eigentlich Mr. Cheng sein, ne? Ja, hier sind relativ viele an der linken Seite mal. Ich hab ihn schon. Dann komm hier gleich die Treppe runter, stehen. Ja, hier. Ich muss gerade erstmal nur die Feinde kurz erledigen. Hier sind nämlich noch mindestens einer. Gut, und gleich knallt's. An welcher Treppe stehst denn du? Hier. Direkt praktisch unter dir. Komm, komm, ja. komm, Kollege. Cheng. Hello? Okay, can I confirm that you found him? And he's still alive? Die Straßen sind frei. Bis jetzt. Thank God. Get him back here as soon as you can. Cheng, komm. Kommt, ja. Na, komm, jetzt nur noch einsteigen, komm. Abflug. Die Feinde sind jetzt scheißegal. Geht zwar davon aus, dass wir jetzt noch Minimum noch ein paar Leute haben, die da. Die uns das Leder wollen, aber okay. Oma ist das nicht so wild. Ja, eben. Alles gut. Siehst du auch, da sind schon wieder welche. Ja, Ruka sagt, schau mal, dass ihr nicht da jetzt auch noch alle sterben. Wenn wir nochmal die Mission machen. Wir haben ihn schon im Auto, das ist das Gute. Wie war das, Enrico? Ich habe den SUV genommen, um nicht zu sterben. Junge, wer weiß, was die für Waffen haben? Ich will immer in meinem Wagen so 200 Meter gefahren. Und die haben ja mit volle Kanne nach vorne drauf geschossen. Uff, die Scheibe, Junge, ich habe ein riesen Loch drin. Uiuiui. War das ein Motorrad oder ein Panzer? Was war das jetzt gerade? Gut, dass das Ding hier komplett aufgemutzt ist. Ja. So, ich kann sie irgendwie nicht wirklich rausschießen. Ups. Gut, dass das Ding aufgemutzt ist. Bam, in die Wand. Ja, ich wollte Hero fahren, weil das schneller geht eigentlich, aber bin dann leider in die Mauer hängen geblieben. Der Mauer. Das Mauer. Hm. Oh Gott. Der, die, das. Sehr gut. Jesus. 100 RP. Thank you. I'm. Well, we are all really grateful. Well, thank you again. And anyway, I hope this will be the last of it and we can make the Duggins go away.
Hey, let's go. 11.000, ey, immerhin. Sehr gut. Vollmilchschokolade. Ist das Vollmilchschokolade? Ja, ist es. Oh, Is, warum rauche ich? Geh weg mit deinem Stummel hier. Ja, yeah, what the hell? What the hell? Scheiße. Ich hab deinen scheiß Kopf nicht erwischt diesmal. Obwohl eigentlich, du hättest dich. Aber gut, du kannst mit der wegen der Schrot, du kannst ja ein bisschen. Du hältst ein bisschen was aus mit deinem komischen Anzug. Komischen Anzug? Beleidigt mein Aussehen. Ja, richtig. Das ist, vielleicht bin ich ja schwarz unten drunter. Ja, das will ich gar nicht wissen. Egal, das war's mir wert. Sag bloß halt auf. Ja, ich scheiße. Bin halt nicht tot! Aber ich hab dein Auto. Ja, ich hab dein Auto noch erwischt. Ich hab so vibrieren gemerkt. Ach, aha, du merkst, du merkst es öfters mal vibrieren. Aha. Oh Mann. Ich bin zu jung. Hab hier. Achso, ich wollte ja drehen. Oh, scheiße, jetzt komm ich nicht rein wahrscheinlich, weil es. Bullen am Hals hab. Mit dir. Ich weiß nicht, was du meinst. Gerade, ich hatte einen Hater unter dem GTA-Video, ne? Ah. Okay. Aber er hat selber gemerkt und hat es direkt selber gelöscht. So. Ja, das passiert leider, das ist welche Follower. Jetzt hab ich dich. Ist mir scheißegal, das waren zwar $4,600 jetzt, aber es ist egal. Hauptsache, ich hab dich. Ich hasse Raucher. Hä? Ey, du hast auch geraucht! Ich hab nicht geraucht. Jetzt steht hier, die meldet sich erst wieder, wenn die nächste Mission ist. Mami! Was machen wir da in der Zwischenzeit erst? Nicht sterben. Im Zweifel nicht sterben, ja. Danke für das Auto. Ja, es ist mir scheißegal. Ich liebe Polizeiwagen. Ich stehe an der Rennbahn. Vielleicht mal kurz ein Arena-War oder sowas machen? Ja, klar, kann man machen. Dann starte ich mal. Ja. Moment, dann mache ich kurz irgendwie Folge zu Ende hier.